Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesundheit Next Level. Ob geröstet oder roh, die Kürbiskerne werden gerne als Snack zwischendurch über Salate in Brot oder sonstigen verwendet. Hier 5 geniale Vorteile und Auswirkungen auf die Gesundheit, wenn man Kürbiskerne regelmäßig isst. Erstens, Kürbiskerne liefern hochwertige Proteine. Mit 30 Gramm Kürbiskerne nimmst du bereits 8 Gramm Protein zu dir. Das ist für eine 70 Kilo Person schon 15% des Proteinbedarfs. Kürbiskerne haben eine hohe biologische Wertigkeit, das heißt, die Proteine der Kürbiskerne sind dem menschlichen Protein sehr ähnlich. Zweitens, Kürbiskerne erhöhen den Serotoninspiegel. Hat der Körper abends zu wenig Serotonin, dann kann man schlechter einschlafen, da aus Serotonin das Hormon Melatonin, auch Schlafhormon genannt wird, gebildet wird. Isst man wenige Stunden vor dem Schlafengehen einige Kürbiskerne gemeinsam mit leicht verdaulichen Kohlenhydraten, zum Beispiel kleines Stück Obst, kann man besser einschlafen. Drittens, bei einer Chemotherapie ist oft das Mittel Cyclophosphamid drin, das Patienten unfruchtbar macht. Spermien sterben während der Therapie ab. Nimmt man einen Mix aus Kürbiskern und Ingwerextrakt, dann verbessert sich die Spermienqualität sehr schnell. Viertens, es gibt eine genetisch bedingte Haarerkrankung, Haarausfall, die sich auch Dihydrotestosteron genannt wird. Das DHT ist dann zu hoch. Kürbiskerne senken den DHT-Spiegel. Man empfiehlt, dreimal täglich einen Teelöffel kaltgepresstes Kürbiskernöl einzunehmen oder dreimal täglich eine Handvoll Kürbiskerne zu essen. Und fünftens, eine gutartige Prostatavergrößerung kann zu Schwierigkeiten beim Harnlassen, zu häufigem Harndrang oder Harnwegsinfektionen führen. Ganz aktuell ist die Studie aus dem Jahr 2016, die an der Kurpark-Klinik im deutschen Bad Nauheim durchgeführt wurde. Über 1400 Männer mit BPH nahmen teil und nahmen entweder zweimal täglich 5 Gramm Kürbiskerne zu sich, zweimal täglich Kapsel mit je 500 Milligramm Kürbiskernextrakt oder ein Placebo-Präparat. Das Ergebnis? Nach 12 Monaten zeigte sich, dass der Kürbiskernextrakt keine besondere Wirkung hatte. In der Gruppe aber, die täglich einfach nur Kürbiskerne gegessen hatte, ging es den Teilnehmern sehr viel besser als in der Placebo-Gruppe. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, gib dem Ganzen einen Daumen hoch, abonniere den Kanal, falls du es noch nicht getan hast, teile das Video und bis zum nächsten Video. Alles Gute. Ciao.